Ach, weil das eine einfach nicht hinterherkommt. So, weil wir haben bis jetzt erst wieder bloß 11 Bauern. Nee, ist doof. Und wir brauchen jetzt noch vielleicht. Ach so. Ja, wir können doch nicht aufsteigen, weil. Es fehlt so da an Holz. Es mangelt an Holz, Leute. Es mangelt an Holz. 6 Stück, ja, und wir haben gerade mal 5. Gut. Das heißt, hier kommen wir erstmal eh nicht weiter. Die Expeditionen sind momentan sehr friedlich und ruhig. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Braucht ihr irgendwas oder habt ihr alles? Ach so, wie sieht es mit der Produktion von Arbeitskleidung aus? Die arbeiten zwar. Aber es geht runterwärts. Irgendwie doof. Die Frage, die mich jetzt aber interessiert. Wir bräuchten mehr Schiffe. Ich meine, gut, mal abgesehen davon, dass uns die Schiffe ziemlich viel Unterhalt kosten. Aber falls es doch mal wieder zu Angriffen käme, wären wir gerüstet. Oder aber wir müssen die. Aber wir können hier nicht mal. Fällt mir mal gerade auf, wir können ja noch nicht mal. Was ist eigentlich mit dem Schiff hier? Der Clipper. Warum steht der Clipper hier vorne? Was war denn der Clipper nochmal gleich? Schoner? Kanonenboot? Fregatte? Ah, ein Clipper. Unaussprechliche Schrecken erwarten Okay, da uns. kann ich mal irgendwo. Gut, sich wehren. Zu schön, um wahr zu sein. Ein köstlich aussehendes Bankett, aber niemand ist, der davon isst. Aufsteigender Rauch ermutigt die Mannschaft, an Land zu gehen. Doch bei ihrer Ankunft finden sie das Dörfchen aus kegelförmigen Steinhütten verlassen vor. Nach monatelangen Rationen aus Trockenfleisch und Schiffszwieback lässt der Anblick von ihren Bananenblättern eingewickelten frischen Fisch, Maniok und Bananen der Besatzung das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das ist zu schön, um wahr zu sein, warnt sie ein weiser alter Seemann. Was machen wir denn mal? Also ich würde sagen, wir Angst suchen kommt erstmal sofort. die Umgebung ab. Die Luft war doch nicht rein. Der Ausguck hat der Mannschaft gerade grünes Licht gegeben, sich gefahrlos über das Essen herzumachen, als er die Bewohner des Dorfes vor allen Seiten heranstürmen sieht. Ja, toll. Das, natürlich doof. Was machen wir denn? Versuchen sich zu entschuldigen und gegen kämpfen. Ich glaube, also kämpfen würde wahrscheinlich nichts bringen. Wir entschuldigen uns. Versuchen es zumindest. Die Expedition setzt sich unversehrt, aber hungrig zurück. Mit starrem Blick verfolgen die Dorfbewohner schweigend und missbilligend, wie die Männer langsam die Hände heben und sich zurückziehen. Als die Seeleute an Bord ihres Schiffes gehen, richtet der Kapitän ein Fernrohr auf das Dorf, hoch über den üppigen grünen Tal. Er kann erkennen, dass die Dorfbewohner sich noch immer beobachtet und warten, bis die Diebe wirklich verschwunden sind. Es könnte. Diebstahl ist eben nicht immer gut. Das sollte man nicht tun, wenn man leben will. So, gut. Das heißt, der Clipper hat gar keine Kanonen an Bord. Das heißt, der ist eigentlich nicht gerade günstig. Eine Fregatte wäre wahrscheinlich sinnvoll. Würde aber jetzt bedeuten, wir brauchen wieder mehr Spielstand Dinger. gespeichert. Wie war denn das nochmal? Wo war denn nochmal nicht die Seilerei? Segelmacherei. Ach nee, die war hier unten, ne? Hatte ich die nicht hier unten bei den Schaffarmen irgendwo rumstehen? Die. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Warte mal, du bist der Feuerwache. Warte, 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 warte. Wo habe ich denn? Das sind die Schaffarmen, Schaffarmen. Ach hier. Genau, habe ich dich irgendwie so dazwischen Die Pause ist gepackt. vorbei.
Weil die nämlich jetzt auch noch mal Dings brauchen. Ja, das ist halt blöd. Normalerweise müssten wir gucken. Wo war denn jetzt die Insel, wo wir... Hier haben wir doch genug Felle, ne? Felle sag ich schon. Aber Wolle, so rum. Wir könnten also theoretisch von hier mal noch ein bisschen Wolle rüber schippern. Jetzt ist nur die Frage, was wurde jetzt von hier eigentlich? Moment, was ist denn jetzt von hier unten? Von Jedi. Ach hier. Da wird ja bloß Schnaps erstmal weggebracht. Wenn wir jetzt... Ach so. Hehe. Das ist doof. Gut, der kann nichts weiter laden. Das ist gerade mein Problem. Genau. Bedeutet, wir kommen nicht gar nicht drum rum. Wir brauchen dann nochmal ein zweites Schiff. Eins, was ein bisschen Ladekapazität hat und was aber trotzdem auch noch ein bisschen Feuerkraft hat. Weil ich könnte jetzt das nehmen. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Piraten wieder kommen und mich angreifen, haben wir wieder ein Problem. Deswegen warte ich jetzt mal, bis ich genug Seile habe. Quatsch. Segel. Das Ding hat zwar bloß 15. 15 Kanonen, aber das ist erstmal egal. Aber wenigstens kann er sich verteidigen. So, der hier schippert jetzt immer von A nach B. Die Frage ist jetzt, der kann eh nicht abladen, richtig? Höchstwahrscheinlich nicht, weil alles voll ist. Würde sich da nicht eigentlich lohnen, den erstmal anzuhalten? Ah doch, ein bisschen Felle konnte abladen, warte mal. Bleib mal hier, mein Guter. Musst erstmal, lass erstmal das ganze Zeug hier abladen. Wenn denn mal was geht. Okay, Kohle ging ein bisschen, weil sonst wir voll durch die Gegend schippern, ist ja Blödsinn. Das nützt uns ja auch nicht. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder hier rüber. Cap Travers. Gut, wir haben jetzt wieder genug Bauern, so wie ich sehe. Das heißt, wir könnten ja jetzt theoretisch, du bist schon ein Handwerker. Okay, dann lass uns mal hier noch ein. Noch ein. Okay, wir haben es fast geschafft. Wir lieben sie. Aber hier fehlt was. Fehlende Einwohner, warum? Warum fehlende Einwohner, hä? 9 von 10. Ich verstehe es nicht. Dann nehmen wir dich noch. Und wahrscheinlich dich, weil ich weiß nicht, warum da hier ein Einwohner fehlt. Ich bin noch nicht ganz raus von der hier ist auch glücklich, bloß der dann bitte nicht. Dann nehmen wir dich noch. Ein neues Zwischenziel erreicht. So. Welch freudvolles Abbild von Ihnen. Bitteschön. Was? Gesunkene Schätze. Wir haben Glück, dass überhaupt eine Möglichkeit besteht, dieses Tagebau annähernd in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Hat Mom schon immer gesagt. Egal. Zuerst die Bildung. Man sagt, ein Kleber mit Mehl als Basis sei schon dafür. Ja, gut. Was will er denn jetzt? Eine Abholaufgabe. Ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Ja, und? Wo ist die? Flaggschiff erwartet Anweisungen. Naja, dann. Versuchen wir es mal zu bergen. Mal sehen, vielleicht geht's. Wenn er unbedingt will, dass wir was bergen. Nur zu. Schippern wir da mal hin. Alle stehen bereit. Unsere Expedition erfordert eine Aufmerksamkeit. Na dann gucken wir mal.
oben in der Arktis. Ach so. Okay, jetzt überlege ich gerade, ja, wo gehen wir denn hin? Entweder da oder da. Ich weiß gar nicht, wie waren wir denn damals? Sind wir erst hier runter und dann nach oben? Ich glaube, wir... Keine Ahnung, wir machen einfach mal nach da oben. Der erste heftige Schneesturm. Gerade als die Küste von Baffling Island in Sicht kommt. Frisch der Wind plötzlich auf und eine dunkle Wolkenfront verdüstert den Himmel. Alle suchen Schutz unter Deck. Als auch schon Hagelkörner so hart wie Fels das Schiff mit solcher Wucht treffen, dass sie erheblichen Schaden anrichten. Wir haben die Kontrolle über das Schiff verloren, schreit der Steuermann. Doch nur ein Held würde sich in dem Sturm hinauswagen. Na ja, gut. Wir müssen die Segel einholen, es geht nicht anders. Es ist keine einfache Aufgabe, die Segel zu bändigen. Und die Tapferen, die es in diesen eisigen Sturm wagen, sind zwar stark, aber auch ungeschickt. Während sie die vom Schnee beschwerten Segel lockern, lassen die Männer zu, dass sie von einem Seitenwind erfasst werden und sich losreißen. Die flattern wild gegen den knarrenden Hauptmast und drohen, das halbe Schiff mit sich zu reißen. Ihre Männer finden keinen Halt auf der Eisschicht an Deck und das heftige Schaukeln des Schiffes ist eine weitere Ausrede, ihre Schwerter sinken zu lassen. Sie können nur dabei zusehen, wie der Hauptmast durch den heftigen Zug der Segel wie eine Salzstange zerbricht und der obere Teil mit einem Schweif aus Taglage über das Meer geblasen wird. Die Mannschaft ist vollzählig und unversehrt, doch der Schaden am Schiff ist wohl nicht mehr zu reparieren. Bereit für was auch immer. Okay. Naja. Dann müssen wir halt mal schauen. Ja, so ein Schneesturm. Könnte schon böse sein. Also kann recht böse werden. Von daher. So, mal gucken. Wo denn mein Schiff bleibt. Alter, wir haben so viele Punkte auf der Karte mittlerweile, das ist ja Wahnsinn. Welcher Punkt davon jetzt das ist, was mein Schiff betrifft? Ich kann nur warten. Vor allem, jetzt wollen die Nähmaschinen. Das heißt, wir müssen dort oben erstmal Industrie ansiedeln. Also sprich Eisen, Kohle. Ja, dann gucken wir mal. Ach, da kommt's ja. Cool. Nach gefühlten 5 Milliarden Jahren haben wir das Treibgut. Nur ich ahne, irgendwie kommt doch da noch irgendwas. Das ist doch noch... Das kann doch nicht gut gehen. Also irgendwas passiert doch dann. Man kennt doch es mittlerweile. So, das noch aufsammeln. Ja, mal sehen. Okay, so. Liefern Sie an Wilsbeck. Ja, wohin? Setz die Segel. Okay, einfach nur hier hin. Glashämmer und zahnlose Säge. Ach so, na gut. Ach, hier sollen wir es hinliefern. Alles klar. Der wartet dort schon. Gut. La 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 la. So. Gut. Dann lass uns mal hierher gehen. 2 Tonnen Nähmaschinen und 5 Tonnen Mehl. Darf ich weiter träumen? So, also 5. Warte mal, 5 Tonnen Mehl ist ja nicht das Problem. Mehl sollten wir ja mittlerweile produzieren. Ja, nur die Nähmaschinen, Moment, muss ich gerade mal gucken, war das hier oder war das eins weiter? Wir schlingern ins Ungewisse. Handwerk, oh, na gut, okay, Expedition, gucken wir mal. Eine bärenstarke Begegnung, Bärenangriff, die Gruppe denkt über diese reale Gefahr
nach als bedrohliche Brummlaute sie wie angewurzelt zum Stehen bringen. Wie ein Totem richten sich 50 Meter vor ihnen ein gewaltiges Exemplar auf und versperrt ihnen den Fluchtweg. Die Gruppe bleibt regungslos stehen und wartet auf Anweisung. Zusätzliche sich Erfolgschance 8%. Ich weiß nicht, ob Kämpfen immer so gut ist. Alles bereit zur Jagd. Sich wie Bäume zu verkleiden, war keine gute Idee. Und als die Bären angreifen, bieten die dünnen Ästchen, die die Gesichter der Mannschaft verdecken, keinerlei Schutz. Die folgenden Szenen hätten auf der Bühne ein eindrucksvolles Schauspiel ergeben, doch nur als traurigstes aller Tragödien. Naja, gut. Wir sollen noch mehr Tote anhäufen? Naja, wenn es nicht anders geht, wenn ihr so doof seid. Egal. Warte mal, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Nähmaschinen. Also, wir sollen Holz haben wir. Die Nähmaschinenfabrik haben wir noch nicht stehen. Hochofen, Eisenmine und Kohlemine. Okay. Gut, jetzt lasst mich mal gerade gucken. Haben wir hier denn Kohle? Ja, Steinkohle hier oben. Schleich dich doch nicht immer so an. Mach ich doch nicht. Ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. Ein Diamant. Oh, den kann ich ins Museum tun. Na, sehr schön. Moment. Dann lasst uns den mal gerade. So, oder? So. Da haben wir wieder ein neues Stück. Das ist der Zoo. Museum ist hier. Hatten wir nicht hier noch eins frei? Na, hier haben wir die Münze. Hier haben wir den goldenen. Die Odyssee. Das ist die. Das Musical. Und hier ist die. Ach so, okay. Wir brauchen also wieder eine neue Ausstellung. Okay. Da würde ich sagen, machen wir mal das Ding dahin und hier kommt jetzt ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Der Diamant hin. So, dann Chef müssen wir. Unter Beschuss. Och Leute. Die Waffenruhe wurde beendet. Hä? Warum? Warum hat er jetzt eine Flaschenpost drin? Charakter-Item. Aha. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. In Shendai. Naja, gut. Ich danke Ihnen für das Vertrauen. Muss ich dann mal gucken, warum in Shendai schon wieder. So, warum greifst du denn schon wieder an? Ich will dir doch gar nichts tun, du dummes Stück. Mann. So, wo fährt der hin? Achso, der fährt hochwärts. Ja gut, wir werden sehen. Vielleicht dreht er ja mal ab. Von wem ist wir das? Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfutter. Ja, mach mal. Neue Befehle, ja. Mach nur, wenn du meinst. Jetzt wollte ich gerade was gucken. Genau, wir wollten eigentlich jetzt hier mal gucken. Können wir denn mittlerweile noch eine Fregatte bauen? Jawohl, können wir. So, weil dann mache ich nämlich die Segeltuchmacherei wieder zu. Spart uns Geld, weil wir ja eh gerade etwas knapp mit Wolle sind. Da müssen wir dann gleich mal was tun. So, ich wollte jetzt eigentlich hier hinten erstmal dafür sorgen, dass die Leute auch in die. Die Waffenruhe wurde beendet. Jetzt tun die zwei sich wieder gegenseitig. Spielstand gespeichert. Ach, jetzt sehe ich gerade meinen Fehler. So. Na gut, was heißt Fehler? Fehler war es nicht. Ich muss das nur jetzt nochmal ändern. So. Und jetzt muss ich gucken. Das andere war. Was war das jetzt hier draußen? Ich glaube, das hier.
Ja.